So, Wohnung Kehlblockstraße 2, Seitenflügel, zweites OG. Man kommt direkt in den Wohnraum, der auch mit der Küche versehen ist. Es ist ausreichend Platz für einen Essplatz. Blick in den Garten. Einmal zurück. Hier sieht man die Eingangstür. Dann geht es in das zweite Zimmer, wo auch der Zugang zum Balkon ist. Blick in den Garten. Zurück in das Zimmer durch einen weiteren Flur, der gut als Abstellfläche auch zu nutzen ist, geht es weiter in das tagesbelichtete Badezimmer mit Blick nach draußen, Badewanne. Gefliest mit